Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Plants vs. Zombies. Heute sind wir als Hockeystar unterwegs. Eine Variante des All-Stars, die ich glaube ich noch nie gezockt habe, obwohl ich eigentlich echt viele Verbesserungen für ihn schon habe. Und wir säubern hier jetzt ein bisschen. Jupp, läuft. Schauen wir mal, was uns der ganze Spaß hier bringt. Leider. Ja, doch, krasse Schussfrequenz. Und ja, läuft, Leute. Der Garten ist eingenommen. Und da werde ich noch schnell gefressen. Macht aber nichts, ist direkt auf dem Spawnpunkt. Der Garten war jetzt wirklich ein Rush. Da ist er noch. Ist er tot? Ja, ist er. Okay. Ich glaube, ich habe das längere Schießen für ihn noch nicht. Aber bisher finde ich ihn eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Der Damage ist okay, die Schussfrequenz ist wirklich übel. Teleport ist heute nicht hier. Macht nichts, wir holen uns hier ein paar Zombies. Dann sind wir nicht so allein unterwegs. Und schau mal, was wir hier hinten. Okay. Ja, es läuft. Wo ist die Sonnenblume? Irgendwo war eine Sonnenblume. Ja, was soll ich machen? Ich bin nicht schneller. Ich hab's echt nicht gesehen. Aber vielleicht steht... Ja, er steht schon. Nice. Dann können wir hier auch definitiv reinstürmen. Holen uns hier den ein oder anderen Zombie noch. Und stürmen mal ganz kurz in den Garten rein. Bin leider eingefroren. Okay, das war's. Aber läuft. Ah, okay, die Teams sind heute relativ klein. Auf der Gegenseite sind ganz schön starke Gegner. Was heißt starke? Welche zumindest mit vielen Punkten. Da sollte man davon ausgehen, dass sie Erfahrung haben. Gut, der Garten ist auch Geschichte. Ah, die Schussfrequenz ist wirklich, wirklich krass. Kann man nicht anders sagen. Ja. Ja, Leute. Holt euch den Teleport. Stachelkraut ist weg. Normalerweise snipert doch da oben immer irgendeiner. Heute mal nicht. Ah, ich glaube, ich war nur zu spät. Ein Kartenzombie da hinten ist noch irgendwo ein Schnapp unterwegs. Ich glaube, er ist tot. Und wir schauen mal, was wir im Garten reißen können. Meine Maus spinnt schon wieder. Ich weiß nicht, was sie zurzeit wieder hat. Manchmal macht sie es überhaupt nicht, manchmal schon. Wow. Wow. Die ist echt heftig. Die ist wirklich heftig. Nice, Teleport steht. Ein kleiner Respawn. Keine Ahnung, wo das MG ist. Das ist da oben irgendwo.
Was hat mich denn da so weggeholt? Ah, schon wieder so ein bekacktes Scheiß-EMG. Ich sage euch, das sind die zwei mit Erfahrung. Das sind so Leute, die nichts anderes können, als nur dieses Spiel spielen. Und wenn sie das spielen, dann spielen sie nur eine Variante. Und damit hocken sie dann irgendwo im hintersten Eck und snipern permanent. Das sind so die Klassiker. Sehe ich ihn? Sehe ich ihn? Sehe ich ihn? Nee, sehe ich nicht. Gut, holen wir uns noch Zombies. Wow, 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 wow. Maisanschlag. Und wo die Bombe auf einmal herkam, keine Ahnung. Also, lief schon mal besser. 3 Kills ist jetzt nicht wirklich viel. Man sieht, ich habe mit der Variante echt noch 0 Erfahrung und irgendwie läuft es gerade nicht ganz so, wie ich es gern hätte. Ach, da hinten bist du. Gut, gut, gut. Da oben ist auf jeden Fall noch irgendwo ein Kaktus. Und irgendwo ist ja auch noch eine Erbse. Leider weiß ich nicht wo. Ich höre sie sogar. Sie hat einen aufgeladenen Schuss. Wo ist sie? Ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt voran. Ist jetzt nicht unbedingt meine Aufgabe als Allstar. Wow. Aber wenn sich keiner drum kümmert, ja, dann bleibt sie halt da oben, Idioten. Tom Hansen? Idiot, okay. Ja, man sieht schon, wer auf Platz 1 ist. Endlich! So, Leute. Wenigstens eine Sperrfeuervorlage. Okay, okay, okay. Also ich muss mich jetzt echt ein bisschen mehr konzentrieren. Ich habe keine Ahnung, was heute schief läuft bei mir. Weil so schlecht spiele ich normalerweise gar nicht. Und der Teleport ist schon wieder weg. Es ist zum Kotzen, Leute. Zum Mäusemelken. Wie kann das eigentlich sein, dass der Teleport immer dann steht, wenn ich gerade nicht da bin? Da wäre jetzt natürlich ein Tackling-Sprint von Vorteil gewesen, den ich leider nicht mehr hatte. Aber ich habe keine Ahnung, ob wir den Garten schaffen. Weil der Teleport ist auch schon wieder down. Und es ist halt wirklich verdammt, verdammt weit weg. Aber ich mag mir diesmal meinen Tackling-Sprint jetzt hier nicht verkacken. Weil den brauche ich definitiv oben. Ich werde jetzt auch mal versuchen, mal einen Alternativweg zu gehen.
Und zwar hier lang. Weil da hinten defen sie es zwar, weil sie wissen, dass wir von da kommen. Aber hier könnte es durchaus sein, dass sie damit nicht rechnen. Weil sie denken, okay, die Idioten kommen eh immer von derselben Seite. Aber ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Hat nur nicht sehr viel gebracht. Diese Kilowatt, wer ist das denn? Der hat mir jetzt auch schon ein paar Mal gekillt. Nee, schaffen wir nicht mehr. Der Garten bis hierher und nicht weiter. Weil zu wenig Leute im Team, zu viele auf der anderen Seite. Ich zu schlecht mit der Klasse. So. Und hier ein MG, was ich nicht gesehen habe, leider. Ich meine, jetzt machen meine Leute echt Druck. Sie laufen rein. Das könnte wirklich noch was werden. Krasse Scheiße, Leute. Damit habe ich jetzt absolut, absolut gar nicht mehr gerechnet. Nein, jetzt brauche ich keinen Respawn. Danke, nett gemeint und so. Aber, wow. Ja, meinetwegen. Aber hier irgendwo ist noch einer. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wo? Ah, okay. Der kleine Affe schon wieder. Das ist sein Lieblingsvergnügen. Hinten am Spawn zu warten. Das macht ihm saumäßig Spaß. Am Spawnpunkt zu warten. Bis. Ja, und sich da hinten quasi Kills zu ernten. Ich hasse solche Leute. Abgrundtief. Das sind so Leute, wo ich gerne sage, ich hoffe, du hast Herpes. Und hier behaupte ich es auch noch irgendwo ein. Ist mir jetzt aber egal, ich gehe jetzt auch voran. Das kostet nämlich nur wertvolle Zeit. Ah, okay, das macht er schon. Und einnehmen. Ich hänge hier leider irgendwie fest. Gerade ging gar nichts mehr. Kein Vorwärts, kein Rückwärts. Absolut gar nichts mehr, aber gut, der Garten ist clear. Und ich eier auch gar nicht lange rum, sondern es geht gleich weiter. Ich hoffe, keiner killt den mit der Elektroerbse, der hinten immer am Spawn wartet. Weil das ist so einer, der sonst, ja, auch die Kanone benutzen muss. Gut, war leider nur eine Vorlage. Und der hat gerade sein Kraut gelegt gehabt. So. Also wie gesagt, ist jetzt nicht meine beste Runde. Ich habe keine Ahnung, ob wir das jetzt schaffen werden. Ich hege sogar fast ein wenig Zweifel, dass wir schaffen werden. Aber
Wunder sind schon passiert, gerade bei Plants vs. Zombies. Und war leider nur eine Vorlage. Und hier der hier. Mit dem hatte ich doch vorhin schon mein One-on-One. Ich glaube, wir haben die Pflanze noch nicht einmal gezogen. Ich versuche es jetzt mal von der rechten Seite. Aber bisher kam ich immer von links. Jetzt versuchen wir es mal von da. Vielleicht haben wir ja hier mehr Glück. Schaut aber nichts aus. Perfekt, so gehört sich das, Leute. Und hier sind überall Kartoffelminen. Also heute läuft es echt nicht gut. Gerade mal 10 Kills. Sehr enttäuschend. Aber jetzt sind die Flakkanonen weg. Und ich glaube, der Rest meiner Teammates ist auch gerade fleißig dabei. Anzugreifen. Einen konnte ich noch mitnehmen. Einen davor. Ich glaube, zwei habe ich jetzt gerade wieder mitgenommen. Ist okay. Wäre besser gegangen. Ich hätte lieber ein bisschen mehr Schaden an der Megablume gemacht. Allerdings glaube ich wirklich, das schaffen wir heute nicht. Denn das war jetzt seltenst dämlich. Wieder hier dieser Arschkopf. Hat er mich gefressen. Wenn ich sage Arschkopf, meine ich natürlich nichts persönlich gegen ihn, sondern gerade jetzt. Ihr versteht das schon. Aber das schaffen wir auf keinen Fall mehr. Die defen richtig gut. Die haben aber auch ein paar Player im Game, die ja schon mehr Erfahrung haben. Und das macht sich hier durchaus bemerkbar. Ein bisschen, aber das hat bei weitem nicht gereicht. Meine KD werde ich mir heute gar nicht anschauen, weil die wird unterirdisch sein. Und ja, das war es im Prinzip auch schon. Hier werden wir mit absoluter Sicherheit nichts mehr reißen. Und das war's. Aufgeben ist nicht, aber in dem Sinne keine Chance. Ich komme jetzt noch nicht mal mehr hin. Eine Sekunde, ich glaube, ich erreiche noch nicht mal mehr die Kanone. Ah doch, die Kanone erreiche ich noch. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ja Leute, was haltet ihr vom Hockeystar? Ich werde ihm sicher noch die ein oder andere Chance geben. Das war jetzt, glaube ich, wirklich das erste Mal, dass ich den ausprobiert habe. Aber nichtsdestotrotz. Mein Favorit ist und bleibt der Cricket Star, einfach weil er den Feuerschaden hat. Und ja, wie gesagt, was haltet ihr davon? Was haltet ihr von ihm? Schreibt es mal in die Kommentare, wäre echt gespannt. Und in dem Sinne, bewertet das Video bitte und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Würde mich megamäßig freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dahin. Ciao.